Gut. Wir sind hier in der Johnny Walker, der Leningrad. Vielen lieben Dank nochmal an Herrn Johnny. Ohne ihn würdet ihr das Schiff wahrscheinlich jetzt nicht gerade live im Fernsehen sehen. Unser Twitch-Kanal. Also dafür nochmal vielen lieben Dank. Weil auch ein gutes Händchen bewiesen. Weil die Kiew habe ich ja gemocht oder mag sie ja immer noch. Hat er sich gesagt, komm. Dann könnte die Leningrad auch was für einen Hellrich sein. Und ups, plötzlich war sie da. Die kleine Fips. Also es ist, ja, vergleichbar mit der Kiew. Die Besonderheit an der Leningrad ist noch, dass sie 8 Kilometer Torps hat als Tier 7. Normalerweise krebsen ja die. Die Ruskis, was das angeht, noch mit den 4 Kilometern Torps hier rum. So, ich habe die Torps mal so gesetzt, weil ich glaube, vermute, hoffe, dass der nicht komplett durchfährt. Könnte ich mir kaum vorstellen, aber lass dich überraschen. Der fährt doch komplett durch. Na gut, dafür kriegt ihr schön den Brand ab. Ja, hätte ich mal besser heute eingecremt. Muhaha. Hashtag schlechter Witz. Ist auch relativ egal, wie ich die Torps gesetzt habe, weil er stirbt sowieso. Er stirbt sowieso. Durch meine Hand. Gut, A haben wir. Da kommt eine Cleveland, eine Miyoko und eine Gneisenau. Wie schön ist das denn? Das heißt, wir werden uns hier gleich selber einnebeln. Dann das lustige Piu-Piu-Piu-Spiel machen. Aber hier, guck mal hier, das Spiel hat gerade erst angefangen. Auf jeder Seite drei Leute schon mal tot. Das ist, Kinders, nicht so schnell sterben. Ja? Ist uncool. Echt uncool. Okay. Milchschnitte! Hallo, mein Gutster. Ich das mal mit den Torpedosalven so, dass ich erstmal eine absetze. Ein bisschen verschnaufe. Dann wieder. Na gut, wenn du dich nach vorne drängelst, gut. Denk dran, ich kann jetzt nicht mehr torpen. Nur so mal als kleiner sachdienlicher Hinweis. Der Nebel ist weg. Können wir uns ja um A kümmern. Wäre eigentlich die Aufgabe von einem von euch gewesen. Und da meine ich den. Einmal den. Skill Baby! Von den Kreuzern. Bei A mal kurz reinzugucken. Wow, das war ganz knapp. Also ausweichen, torpedotechnisch, klappt heute anständig.
Kamikaze R, okay. Na komm, Hunde willst du ewig leben? Nein, du doch bestimmt nicht. Du willst doch jetzt. Stimmt durch meine Hand. Okay, da hinten ist eine Combo. Bleiben wir aber erstmal im Cap-Kreis. Und machen uns einigermaßen gemütlich. Der Lack ist ab. Gut, schiffstechnisch haben wir es, glaube ich, im Sack. So, erste Salbe raus. Messer zwischen die Zähne. Machen wir mal so ein Skavex-Gedächtnis-Angriff hier. Der freut sich immer. So, drücken wir einmal Y. Speedy Gonzales. Arriba, arriba, andele, andele. Wenn schon, denn schon. Schießen wir aus der Hüfte. Die Dinger sind so groß, kannst kaum daneben schießen. Geht sogar so. Hm? Bin ich toll, ne? Hashtag sich selber feiern. Jetzt ja eigentlich reicht. Eigentlich. Aua. Und das war. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Tunnel Ocean, hallo erstmal. Na, schön, dass du da bist. Juhu. Der Lack ist ab. Bei dem knappen Top gerade eben. Das kann sein, ja. Es hätte noch so diese Tonspur gefehlt. So. Aber solange der Ausschlagzünder nicht explodiert, ist alles gut. Alles gut. Die Katzen mussten zum Dock. Ach, ihr habt jetzt ja Katzen. Ah ja, stimmt. Okay, herzlich willkommen. Ich bin ja mehr so ein Hundemensch. Naja. Die Leningrad scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Es liegt am Kapitän. Razor, es liegt am Kapitän. Nein. Leningrad ist schick. Also wer gerne hier die kleinen Fipsen fährt. Warum nicht? Ihr seht ja, also bis jetzt alles dabei gewesen, ne? Okay, 3 Kills, auch nicht schlecht. 60.000 Damage, 7 Brände. Gerade eben so eine Kongo, da kann man auch mal schön und ihn aus 2-3 Kilometer Entfernung wegtorpen. Was besonders auch ist, die Torps sind 360 Grad drehbar. Das heißt, ich kann beide zum Beispiel nach Steuerbord oder auch nach Backbord abwerfen. Geht alles. Das finde ich nämlich auch sehr wichtig, gerade bei Zerstörern. Ich hasse das, wenn du dieses... Ja, du kannst die eine Hälfte nur nach links. Nach links und die andere Hälfte nur nach rechts abwerfen. Ist nicht so meins. Sabaro! Oh! Na gut, 250 Reparaturteams sind doch gut. So. Rechne mal, 250 mal 22.500 sind. Was ist das? Kommt ungefähr auf 5 Millionen raus. Oder? Wenn ich mich nicht komplett verkalkuliert habe gerade, oder? 200, warte mal, 20, 200, 2 Millionen, das Doppelte, ja. Man kriegt halt nicht das Geld sofort, aber wenn du sie benutzt,
Hey. Ach du, und was bei der Leningrad auch noch gut ist, wie bei vielen anderen kleinen Fipsen auch, sie werden gerne mal übersehen. Damit meine ich jetzt nicht den Tarnwert, sondern die Sache, dass so eine Nagato zum Beispiel sich jetzt sagt, ich schieß doch nicht auf den kleinen Fips, den treffe ich eh nicht. Ja, der schießt dann auf was anderes. Zwei der fünf Signale für Brandwahrscheinlichkeit bekommen. Ja, das ist. Hier eh nicht hinguckst, komm. Wollte nur mal gucken, wie der so drauf ist, der Kerl. Also, guck doch mal zu. Dort etwas persönlicher werden, ne? Kommen Sie mal ran, junger Mann. Messer zwischen die Z Unterstützer. Nicht schlecht, ne? Der Herrick. Jetzt hier komplett einmal. Dann schieße ich da hinten auf deinen anderen kleinen Freund. Oh, du brennst ja schon. So, Achtung. Links, Nagato voraus. Einmal Y, Speedy Gonzales. Der Sieg ist in Sicht. Wieder in Brand gesetzt. Hier wird es ein bisschen anstrengender mit den. Mit den Sec-Davis. Wird jetzt wahrscheinlich bei drauf gehen. Aber. Wer weiß. Eins, zwei, so drauf gehen. Hier wird nicht gestorben. Release the Kraken. Komm, komm, Krake, 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 Krake. Ich glaube, das hatte ich noch nicht in der Leningrad. Lass ihn mir. New Mexico. Töte die Bujoni. Ah, das sind 914 Punkte haben wir schon. Das geht zu schnell. Merkt man das so? GG. Oh ja, das ist gut. Wir haben noch Zeit. Wir haben Zeit. Komm. 900 Punkte. Ja. Ich hasse diese Füchse. Ich liebe sie. Also wenn ich in einem drin sitze. Also. Ah, jetzt sind wieder 950. Naja, schade. Ah, 1000 Punkte. Ah, Mist. Kann man mal so anbieten, oder? Das war die Leningrad. Zusammenfassung. Ah, wir haben gewonnen. Unterstützer. Jawohl, 100.000 Schaden. Vier Top-Treffer. Zerstörer bei den Top-Treffern waren nah, Distanz. Und, glaube ich, einer auch aus der Entfernung dabei. 10 Brände. Sehr schön. Damit sind wir ganz oben mit dabei. 1500, das hört sich wenig an. War ja nur Damage. War ja keine Cap-Punkte holen. Das Ganze, dann haben wir noch 53.000 Schaden durch Aufklärung.
41.000 durch Sprenggranate und nur 28.000 durch die Brände. Wow, normalerweise ist das immer so ähnlich. Und nochmal 31.000 durch die Torpedos. Schick. Und das Ganze gab abzüglich Steuern und Gebühren 375.000 Credits. Schön. GG.